Platz 1. Die Schulklasse ist zusammen mit ihrem Lehrer fotografiert worden. Der Lehrer empfiehlt seinen Schülern, sich Abzüge machen zu lassen. Stellt euch vor, wie nett es ist, wenn ihr nach 30 Jahren das Bild wieder zur Hand nehmt und sagt, ach, das ist ja der Paul, der ist jetzt auch Lehrer, und das ist doch Fritz Lehmann, der ist Bäcker geworden, und da steht doch der Heiner, der ist nach Amerika ausgewandert. Ertönt da aus der letzten Reihe eine Stimme, und das war unser Lehrer, der ist schon lange tot. Platz 2. Auf einem Tisch liegt ein 100-Euro-Schein, am Tisch sitzen der Weihnachtsmann, der Osterhase, ein schneller und ein langsamer Beamte. Wer bekommt den 100-Euro-Schein? Der langsame Beamte, denn den Weihnachtsmann, den Osterhasen und den schnellen Beamten gibt es nicht. Platz 3. Ein Beamter kommt nach 39 Dienstjahren zu seinem Chef und will sich versetzen lassen. Chef, Lehmann, Sie sitzen jetzt seit 39 Jahren im gleichen Büro und wollen sich nun versetzen lassen? Warum denn nur? Lehmann, tja Chef, das ist halt das Zigeunerblut in mir. Platz 4. In einem Ministerium wurde ein neuer Mitarbeiter zum Aktenabstempeln gesucht und da bei manchen Formularen bis zu 10 Stempel notwendig sind, war die wesentliche Qualifikation, dass der Bewerber bis 10 zählen konnte. Der erste Bewerber kommt herein, setzt sich, wird vom Personalleiter gefragt, ob er bis 10 zählen könne. Darauf dieser, selbstverständlich, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Schön und gut, aber können Sie das nicht auch andersherum, so richtig von 1 bis 10? Nein, weil ich war vorher bei der NASA, da haben wir immer so gezählt und jetzt will ich nicht mehr umlernen, nicht geeignet. Auf Wiedersehen, der nächste bitte. Der zweite Bewerber auf die Frage, ob er den bis 10 zählen könne, na klar, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 8, 6, 4, 2. Ja, aber können Sie denn nicht von 1 bis 10 zählen, so wie jeder andere auch? Nein, weil ich war vorher bei der Post, da haben wir das immer so gemacht, die ungeraden Hausnummern in die eine Richtung, die geraden Hausnummern am Rückweg. Danke, Wiedersehen. Der nächste. Personalleiter, können Sie bis 10 zählen? Dritter Kandidat, sicher, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toll, wo haben Sie denn vorher gearbeitet? Na, bei der Deutschen Telekom. Bei der Telekom? Also das überrascht mich wirklich. Sagen Sie, nicht, dass das notwendig wäre, aber können Sie auch noch weiter als bis 10 zählen? Na klar. Bube, Dame, König, Ass. Platz 5. Ein Arbeitsloser geht zum Arbeitsamt, wo er prompt die Adresse einer Firma bekommt, die Arbeitskräfte sucht. Am nächsten Tag erscheint er jedoch wieder auf dem Arbeitsamt. Und, fragt ihn der Beamte, was war es diesmal? War die Arbeit zu schmutzig, zu schlecht bezahlt? Nein, sagt der Arbeitslose, als ich hinkam, hing da ein Schild, Arbeitskräfte beiderlei Geschlechts gesucht. Jetzt frage ich Sie, wer hat denn das schon,